Es gibt fünf Hauptakteure in dieser sehr komplizierten Situation. Und jetzt habe ich zwei getroffen. Die Ukrainer, die Russen, dann die Vereinigten Staaten, China, die Europäische Union. Und ich werde es weiterhin schaffen, die Meinungen, die Positionen, die Diskussionen darüber zusammenzuführen, wie wir den schnellsten Weg zu Waffenstillstand und Frieden finden können. Das war nicht nur eine Reise nach Kiew und Moskau. Es geht weiter. Wie ist es, Wladimir Putin die Hand zu schütteln, den viele für einen Kriegsverbrecher halten und der Stalin schätzt? Zunächst einmal müssen wir verstehen, dass der Krieg nicht darüber entscheidet, wer Recht hat und wer nicht. Jede Seite hat immer ihre eigenen Argumente, warum es vernünftig ist, in den Krieg zu ziehen. Was im Krieg entschieden wird, ist, wer stirbt und wer am Leben bleibt. Wie will Putin siegen? Bisher hat er keine großen Fortschritte gemacht. Das ist ganz einfach. Man muss sich die Realitäten anschauen, die Energiequellen, die Zahl der Menschen. Putin kann nicht verlieren, das ist sehr logisch. Sie meinen Soldaten? Wenn man sich Soldaten, Ausrüstung und Technologie anschaut, die im Krieg eingesetzt werden. Russland zu besiegen ist ein Gedanke, der schwer vorstellbar ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass Russland tatsächlich besiegt werden könnte, ist völlig unkalkulierbar. Donald Trump hat viel von einem möglichen Friedensplan gesprochen. Er will sich mit beiden Seiten zusammensetzen. Er sagte auch, er werde damit drohen, keine Waffen mehr an die Ukraine zu liefern. Was halten Sie von seinem Plan? Ich glaube, dass eine neue Führung neue Chancen bietet. Sie sehen das also ähnlich wie Donald Trump? Er ist ein anderer Mensch. Und er vertraut und glaubt mehr an direkte Kommunikation und Verhandlungen als die normalen europäischen, eher intellektuell orientierten politischen Entscheidungsträger. Er ist ein Geschäftsmann, er ist ein Self-Made-Mann, er hat eine andere Herangehensweise an alles. Und ich glaube, das ist gut für die Weltpolitik. Vergessen wir nicht, dass er der Mann des Friedens ist. Er wird nicht der Mann des Friedens sein, er ist es schon. Während seiner vierjährigen Amtszeit hat er keinen einzigen Krieg begonnen und er hat viel getan, um Frieden in alten Konflikten in sehr komplizierten Regionen der Welt zu schaffen. Deshalb habe ich großes Vertrauen in ihn.